Peter Gjovcik bei mir, der Mann der Stunde bei den deutschen Meisterschaften in Wüstenstadt. Gojo, Halbfinale, erstes Turnier im Jahr, ist mir ein Traum, oder? Das ist für jeden Traum, wirklich, muss ich echt sagen. Also, hätte ich vorher nicht geglaubt und jetzt im Halbfinale zu stehen, Anfang des Jahres, ist top, ohne Scheiß. Jetzt war das auch das Viertelfinale von Rafa Nadal gespielt gegen Gulbis, du spielst gegen Sieger. Hoffst du, dass du gegen Rafa spielst, oder? Also ich hoffe, dass ich gegen Rafa spiele, gegen Nummer 1 der Welt. Also, dafür trainiere ich ja, glaube ich, auch und ich bin, ja, schauen wir mal. Wie war das Match heute? War natürlich für euch beide ja, ein wahnsinnig wichtiges Match, muss man sagen. War die Anspannung sehr groß? Also die Anspannung war sehr groß. Ich habe die Nacht jetzt auch nicht so gut geschlafen, weil ich kenne Dustin halt, sind gute Freunde. Also insofern war es recht schwer, muss ich sagen, ja. Dann wünschen wir jetzt dem Rafa alles Gute. Danke. Dann machen wir auf sein Match vor. Also du bist ready. Hoffen wir, dass er gewinnt, oder? Rafa, Peter is hoping that you win. You're ready? I hope. He wants to play against you. Alles Gute morgen, gell? Danke. Bis dann. Ciao.